Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamLG Drive. Ja, bevor wir anfangen, will ich nur kurz etwas sagen. Also, ihr habt jetzt gerade eben das Intro gesehen und gleich kommt die Einblendung und ich bitte euch, ich glaube, ich mache sie zweimal rein, ja. Klickt unten auf den Link in der Videobeschreibung von King of Key, denn morgen entscheidet sich's, ja, morgen ist auch das dritte Jubiläum von dem Kanal, morgen entscheidet sich's, ob ich King of Key Partner werde, ob die mich sponsern. Also bitte draufklicken, denn das soll echt klappen. Also wäre echt super nice, wenn ihr jetzt 5 Sekunden Zeit habt. Ich warte auch. Na komm, klick schon. Ja, und in der Videobeschreibung. Ich mach nicht weiter, wovon ich klicke. Wirklich nicht. Ich hab Zeit. 15 Minuten. Danke. Geht doch. Warum hat das denn so lange gedauert? Ganz ehrlich. Aber danke trotzdem. Super. Ja, dann nächstes. Heute? Ja. Kommen 3 Videos. Nummer 1 um 19.30 Uhr. Das Infovideo zum nächsten Let's Community. Wann und wo stattfinden wird. Also heute 19.30 Uhr. Kommt das? Dann 20 Uhr. Let's Play Daisy Infovideo. Ist ziemlich wichtig, wenn ihr Daisy gucken wollt oder guckt. Bitte einmal anschauen. Und Let's Community, für die, die es nicht wussten, da könnt ihr mit mir zocken. Und wird alles Livestream und so. Guckt einfach mal rein. Und wird da auch nochmal erklärt. Und dann um 20.30 Uhr kommt endlich der erste Part von meiner Hardware. Da werde ich meine Hardware vorstellen. Und angefangen wird mit dem Mainboard. Also könnt ihr mal wissen, ich würde nämlich häufig gefragt, was habe ich denn für ein PC? Und da sage ich es euch. Ja, gut. Und jetzt ab zu BeamNG, würde ich sagen. Wo wir fangen? Monster Man. Sprang mir da so ins Gesicht. Mit dem nackten Hintern. Und erstmal schön die Sonne genießen. So, gleich sind wir da. Und schupp. Das ist echt hoch. Alter, das muss doch auch hier das Rift geil sein. Ich überlege mir übrigens, mir das Developer-Kit zu holen. Oh, da ist schon ein böser Aufschlag. Da klären wir nicht auf. Oh, doch, da knallen wir auf und haben uns die Achse richtig zerrissen. Und wie schnell sind wir? 400 sind wir schnell. So, auf der letzten Stufe leckt es interessanterweise. Oh, das war 21% Realtime. Warum 21% Realtime? Achso, der geht automatisch drauf. Ist ja hässlich. Ach so, das ist die nächste Stufe. Verstehe. Das erklärt so einiges. Warte, erstmal ein bisschen weiter runter, bitte. So, von hier reicht. So, dann wollen wir aber ein anderes Fahrzeug. Genau, X18 Fighter Jet wollte ich nehmen. Da, ihr wolltet nämlich eigentlich alle, dass wir weitermachen. So, oh. Kommt ihr die retten? Oh, das wird locker, die zu retten. Müssen wir nur die Landung hinkriegen. Ich muss BeamNG übrigens in den nächsten Folgen, lauter machen. Und wie ich sehe, klappt auch alles super mit DX Tory, da bin ich ziemlich zufrieden mit. Erstmal das Flugzeug abbremsen, gleich nachdem wir hochgezogen haben. So, einmal. Oh Gott, scheiße, da habe ich kurz auf die Anzeige geguckt. Au, das war, glaube ich, leicht unangenehm. Nur mal so eine kleine Frage. Hammergeil. Ja. Das ist ja mal super. Ja. Super gelaufen. Nur mal so eine kleine Umfrage. Ich spiele in letzter Zeit ziemlich viel FIFA 14 mit TBT. Und da wäre es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da bietet sich ja an, so eine kleine, ja, ich nenne es einfach mal so Let's Orakel zu machen. Da spielen wir so die besten Matches gegeneinander, die ihr vielleicht auch voten könnt, muss ich mal gucken. Und ja, spielen wir jetzt zusammen und dann würde ich da immer so die Highlights draufschneiden, dann so wie alle Spieler alle Tore machen. Und sozusagen, ja. Also wärt ihr dafür, dass wir so eine kleine FIFA-Serie machen, so eine Orakel-Serie? Einfach mal jetzt in die Kommentare schreiben. So.
So, danke. Gut, jetzt erstmal hier links. Also das ist nicht schwer, den Fighter Jet zu schretten, aber wir können es immer machen ohne Schub. Und jetzt haben wir schon das erste Problem, dass wir da ganz schön was hinten abbekommen haben. Jetzt auch schon vorhin wieder gegenknallen. So, unsere aerodynamischen Eigenschaften sind jetzt natürlich schon mal ziemlich am Arsch. Oh. Vor allem, wenn das Ding gerade nicht kein bisschen hochzieht, sage ich euch. So, das war schon mal unangenehm. Tschüssi. Autsch. So, jetzt müssen wir erstmal Speed aufnehmen. Das ist das Wichtigste erstmal für den Anfang. Aber und das Zweitwichtigste ist nicht dagegen teilen. Autsch. So, erstmal sofort nach hinten ziehen. Gut. Und Abstand gewinnen, Abstand gewinnen, Abstand gewinnen. Nein, 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 nein. Wow, das war knapp, glaube ich. So, wir haben schon... Ah, ein bisschen kaputt hinten. Aber es ist noch flugbereit. Was ist denn die Nadel vom Tachometer? So. Oh, ein bisschen hart. Nicht so gut wie die Landung in der letzten Folge. Aber ich denke mal akzeptabel. Wir hätten es vielleicht überlebt. Was nehmen wir denn als nächstes? DC Ball hat. DC Creepy Rector. Und da fällt sie schon. Die ist echt creepy. Die hat da einen Arm verloren. Oh. Aua. Wie gut, dass die Kamera gar nicht spinnt. Jetzt nicht. Da ist er hängen geblieben. Genau, jetzt versuchen wir sie mal so ein bisschen zu lenken. Juhu! wenn wir da aufschlagen, weiß ich nicht, ja. So, da kommt gleich der Aufschlag, zumindest mit dem Arm. Aua. So, oh, und die Beine fliegen noch weg. Mit dir passiert aber, glaube ich, nichts mehr. Oh, da kommt unser Körper, ah! Wo ist er? Wo ist er? Da. Oh, da. Ich verliere meinen Flammenschein aus den Augen. So, jetzt auf jeden Fall einen falschen Springer, der erstmal versuchen zu retten. Zeitlupe. Einfach um Zeit zu haben. So. Unspektakulär. Naja, okay. Dann erstmal so. Was nehmen wir? Tire Stack. Definitiv. Er fällt schon mal daneben. Das hat eine krasse Federleistung. Krasses Pferd. Fahren wir wieder runter. So. Okay, ich weiß gerade nicht, ob das ziemlich unangenehm bei euch ist, also mach ich lieber nicht. Was nehmen wir da, was nehmen wir da, was nehmen wir da? Das Katapult. Definitiv. Einfach weil es cool ist. Ja. Yep. Erstmal P drücken. Anziehen und gleich spannen wir es wieder, schießen wir es wieder. In der Hoffnung, ein bisschen steuern zu können. Wird das eigentlich zerstört? Oh, wie das wackelt in der Luft. So. Boah. Warte kurz. Och ne, das Spiel leckt da glaube ich gar nicht. Das sieht nur so aus. Das Spiel gibt glaube ich einfach nicht so schnell die Frames aus, damit das flüssig scheint. Oh, ist ja eklig. Alter, was geht denn da ab? Ah. Boah. Da geht irgendwie gerade was mächtig schief. Erstmal. Ach, es liegt auf dem Rücken, das ist ja interessant.
So, jetzt haben wir es erstmal beruhigt. Aber wir wollen es nicht beruhigen, wir wollen es zerstören. Das schaffen wir aber nicht, deswegen gehen wir zum 1990er Chevrolet Silverado. Warum haben wir den eigentlich so wenig benutzt? Es darf nicht sein, dass wir den nur so wenig benutzen. Der war voll lustig. Ich mag ihn. So, und jetzt geht's erstmal schön runter. Im Trudelflug. Oh, das hat uns ein bisschen die Motorhaube angeschrammt. Und das wird jetzt ein bisschen mehr abschrammen. Ein bisschen. So, und jetzt Aufschlag nochmal. Und runter. Werde noch ein Auto fallen lassen. Ach, nur zweimal sehen. Kann doch, wie lange ich brauche. Grand Cherokee Trail. So, oh. Das gibt einen schönen Abstand. Naja, so schön der Abstand ist, ist er nun auch nicht. Das könnte man schon aufprallen. Na, da standen die Räder unglücklich. Ah, schon erstmal weggehauen da hinten. Und runter. Autsch. Ach komm, wir lassen ihn noch einmal fallen. Juhu, wir drehen es mit. Das ist Lenkrad. Oh, lol, einfach nochmal hoch. Wenn es nur das ist. Glas ist auch ein bisschen dehnbar. Galaxy S5. Das hier heute übrigens vorgestellt werden soll. Ob schon vorgestellt ist, während es hochgeladen ist? Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Was erwarte ich denn davon? Einen großen Leistungssprung? Na, oder nee, gar nicht einen so hohen. Aber viele neue Funktionen. Sehr angeblichen Netzhardscan haben. Überflüssig. Naja, nicht für die Geheimdienste, ne? Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Und bitte klickt auf den Link. Klickt auf den Link. Klickt auf den Link, meint ihr euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Tschüss.